Shadow Temple, Goody rechts gespawnt, natürlich wie immer in lila. Ihm gegenüber auf der Cross-Posi die LC Madumu, ebenfalls Terraner in Rot. Entsprechend ist unser erstes Spiel ein TVT. Und da bin ich natürlich jetzt gespannt, wie sich das hier in der ersten Runde verhält. Goody natürlich im Begriff, Madumu, ja, ist mir selber mehr oder weniger unbekannt. Aber das muss nichts heißen. Schauen wir einfach mal den General bei der Arbeit zu. Natürlich geht es mit den SCV ran zu scouten, Close Air Posi oder nicht. Gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder Close Air Posi oder Cross. Die Close Posi mittlerweile sogar aus der offiziellen Blizzard-Version entfernt worden. Und da gibt es direkt einfach mal den ersten Marauder. Goody geht raus. Wir hier mal schauen, was es abzuräumen gibt, wie viele Granaten man austeilen kann, bevor dann später vielleicht die Panzergranaten kommen. Mit dem Reaper hinterher wird er sich sicherlich auch eine frühe Expansion geben wollen. Ja, macht er gerne mal. Goody ist variabel in seinen Openern, hat natürlich zwei Vorteile. Der Marauder teilt gut aus, steckt auch eine Menge ein mit 125 Hitpoints. Und der Reaper ist einfach nur flott und teilt noch mehr aus. Und der Reaper ist schnell. So, wichtig natürlich, diesen SCV auszuschalten, damit man hier in aller Ruhe sogar noch vor Ort das OC setzen kann. Der Reaper deutlich schneller als der Marauder, springt übers Cliff und in Kombination natürlich richtig nice, um die ersten Marines des Gegners soweit abzupassen, abzufangen, wenn man denn möchte. Oder eben, wie Goody das hier macht, an zwei Fronten zu agieren. Der Marauder vorne und der Reaper hinten. Sieht man hier vom Madumu, das Tag-Clap, das Starport, und jetzt denkt sich Goody, what the fuck? Das ist schon ziemlich eindeutig, was der Typ da spielt. Mit Double Gas, Factory, Starport, Tag-Clap holt er sich hier den SCV und delayed damit den Cloak Banshee-Build. Weiß natürlich jetzt, was auf ihn zukommt. Factory im Bau. Macht er ebenfalls das Tag-Clap frei. Holt sich das zweite Gas. Gibt natürlich zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder ebenfalls ein Starport basteln. Mit einem Viking und einem Raven oder mit dem Missile Turret. Die Variante mit dem Missile Turret ist schneller. Man hat die Missile Turret schneller, allerdings auch statischer. Ne? Man hat zwar zwei Fliegen mit einer Klappe, man hat einen Teil, was schießen kann und Detection hat. Auf der anderen Seite ist man mit einem Viking und einem Raven deutlich, deutlich mobiler. Weiß natürlich jetzt auch Goody, was abgeht. Konnte das Ganze delayen. Normalerweise sagt man, dass bei 6.30 schon die Banshee draußen ist. Das ist hier natürlich jetzt nicht der Fall. Und Madumu sollte sich eigentlich bewusst sein, dass das Ganze mittlerweile entdeckt worden ist. Gibt es hier direkt mal beide Methoden von Goody. Erstmal den Viking, hier vorne mit Tag-Clap, dann auch den Raven sicherlich. Im Anschluss. Aber erstmal den Viking haben, was verschießen kann. Zur Not spart man sich eben nochmal einen Scan auf. Und ja, mit der Engineering Bay hier auch die Möglichkeit, Missile Turret zu setzen. Doppelt gemoppelt hält besser. Die erste Banshee macht sich auf den Weg. Normalerweise, ja, jetzt schon mal gut 30 Sekunden verspätet alles. Kommt natürlich jetzt auch der Raven, der Viking ist da. Direkt einfach mal die Banshee abzufangen. Cloak wurde abgebrochen natürlich. In weiser Voraussicht und von daher ganz kleine Brötchen backen. Banshee down. Das ist natürlich besonders hässlich, gerade wenn man hier so eröffnet. Geht's hier weiter mit der Barracks? Sehe ich keine Expansion von Goodies Gegner. 23 zu 24 der Worker-Count. Haben wir quasi eine 1-1-1-Build. Im TVT da allerdings nicht ganz so effizient. Geht es jetzt raus. Die Siege-Tanks dabei. Haben wir Siege-Mode und Research. Wird hier sicherlich bald der nächste Push kommen.
Ja, nochmal eine Barracks im Bau. Damit ist er sogar auf 3 Barracks dann gleich. Und viel mehr würde ich auf einer Basis dann sowieso nicht mehr holen. Also Starport, Factory, 3 Barracks, das kannst du eigentlich nicht ernähren auf einer Basis. Auch als Terraner nicht. Ja, Goonie mit dem Raven natürlich soweit safe. Die Missile Turrets zusätzlich noch als Schutz mit bei. Hat er hier seine Expansion bereits. Und 32 zu 23, der Army Count, Worker Supply. Goonie deutlich am Führen natürlich, auch vom Income her. Sollte vor allem auch eine Point Defense schon nützlich sein. Da fehlt allerdings noch die Energie. Braucht er noch ein paar Sekunden für. Madumu pusht raus und hat hier tatsächlich eher Siege Tanks als Goonie das hat. Auf geht's auf den Panzergeneral mit allem, was er hat. Snipt er hier den ersten Tank raus. Einer steht noch da. Selbst mit den Un-Siege-Tanks zu Werke. Banshee abgeräumt. Jetzt werden die Vikings noch gecallt. Aber das wird er halten können. Definitiv kann er das halten. Die SCVs hier vorne mit dabei. Das war quasi jetzt der All-In vom Terran. Hat hier kaum noch was stehen. Na gut, die 7 Worker musste er einbußen bei dieser Aktion. Im Gegenzug Malumu aber trotzdem mehr SCVs verloren. Ich meine, das sieht ein Blinder mit dem Krückstück. Wenn wir uns das Income-Tab anschauen, den Worker-Count anschauen. 2 Basen gegen eine. Da weiß man, das ist durch. Auch wenn jetzt natürlich nochmal versucht wird zu expandieren, das hätte ich mir persönlich anstelle von 2 weiteren Barracks, wenn er schon dann auch Cloak abbricht, hätte ich mir gewünscht, dass Manumu hier sicherlich nochmal eher expandiert hätte. Dann wäre er zwar auch hinten, aber nicht so krass, wie das jetzt der Fall ist. Weil du musst dir im Klaren sein, wenn der Terraner das scoutet, man sich für diesen Banshee-Build entschieden hat, dann bist du sowieso hinten. Ob du jetzt damit rausgehst und keinen Schaden machst, oder ob du halt deine Äxte später holst, als der andere macht. Da ist die letzte Variante meist besser, weil ansonsten musst du Schaden machen. Das ist in diesem Fall hier nicht passiert. Im Gegenteil, er hat hier sogar deutlich mehr verloren, wenn wir uns das mal anschauen. Und von daher sollte Goonie das ja alles locker runterspielen können. Dann geht er auf die Destructible Rocks. Nochmal ein Command Center im Bau, Blue Flame, Siege Tanks, jede Menge Factories. Hat er ja alle Möglichkeiten, seinen Gegner schnellstmöglichst aus dem Weg zu räumen. Auch wenn der jetzt natürlich anfängt zu turteln. Tanks, Marines und Vikings seine Wahl. Dieses Spiel zu bestreiten für Goonie gibt es natürlich altbekanntes Siege Tanks. Ein paar Vikings dazu, Blue Flame Hellions und Forest. Ja. Haben wir einen Marine, der hier auf die Destructive Rocks geht. Das Command Center wird natürlich direkt an den Gold getan. Ich meine, was hat Goonie denn zu verlieren? Angst haben, dass der Gegner ihn jetzt crusht, das braucht er bei weitem nicht. Dafür hat er überhaupt nicht die Möglichkeiten. Bei 44 zu 81 Army Supply mittlerweile holt sich Madumu auch die dritte Basis. Holt sich Stim, Medivacs, Vikings, Marines. Upgrade-technisch gut, die gleich auch noch mit 1-0 dabei. Pusht er jetzt raus. Auf geht's, drauf geht's. Den Raven immer dabei. Gerade mit der Point Defense schon. Super nice gegen die Marines. Ja, nochmal der Load-In hier vorne ins Medivac. Fehlt jetzt sogar noch ein Teil der Army, weil er hier versucht zu droppen. Goonie schaut, hier vorne ist nichts, sondern Gold geht hier drauf. Scheiß auf gesiegte Tanks. Wir spielen ja mit Mac und sieht jetzt seine eigene Army einfach mal als Counter. Hat hier deutlich, deutlich mehr auf dem Feld. Der Raven mit dabei, gibt hier die Auto-Turrets mit rein gegen die Siege Tanks. Den Thor, den kümmert das gar nicht. Und damit ist das Ding jetzt durch. GG, good luck von Madumu. Goonie in der nächsten Runde.
Unser nächstes Spiel. Saiz gegen Bergi. Auf Metalopolis ein TVZ. Saiz links in Orange und Bergi auf 6 Uhr in Lila. Bergi selber sagt mir nichts. Wir befinden uns in den ersten Runden des Cups. Der ist es nicht ungewöhnlich, auf unbekanntere Gesichter zu treffen. Im Gegenteil, meistens an der Tagesordnung einen bekannteren Namen, in diesem Fall der von Saiz, und einen unbekannteren. Aber das Ganze macht ja nichts. Wer nämlich schon immer mal gegen Spieler wie Saiz, Godi oder viele, viele andere teilnehmen wollte, zum Beispiel Kars, wer gegen diese spielen wollte, hat natürlich gerade hier beim Gigabyte Cup sehr gute Chancen, wenn er denn mitmacht. Denn wir haben uns eben überzeugen können, was für ein wirklich starkes Line-Up hier vorne vorzufinden ist. Fängt er hier natürlich an zu wallen, der Terraner. Beide Spieler sind sich oder sollten sich darüber im Klaren sein, dass es die Close Air Posi ist. Sonst wäre der Overlord nicht einfach über der terranischen Basis. Von Saiz gibt es die Hedge First. Den Pool soweit bei 16 gesetzt. Und von Bergi hier ein sehr, sehr frühes zweites Gas. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so intelligent finde, solange der Overlord hier noch über meiner Basis schwebt, sich ein zweites Gas zu sichern. Saiz weiß alles. Na dann, zumindest die Zeit, bis der Marine draußen ist, die sollte man hier noch haben. Weil wenn ich die Wahl habe zwischen mein Timing ein bisschen später und das Ganze wird gescoutet, entscheide ich mich für Ersteres. Sehen wir allerdings auch, dass das Gas hier nicht wirklich, das Gas nicht wirklich bemeint wird. Also von daher hätte das hier auch direkt später holen können. Weiter mit der Factory und das ist halt schon erneut sehr, sehr eindeutig, wenn wir uns das hier anschauen. Holt er sich in den Reaktor dran, okay. Der Overlord entkommt mit 29 Hitpoints. Und der zweite bereits unterwegs. Also wenn das hier Reaktor Hellion werden sollte, Cloak Banshee wird es hier scheinbar nicht, da kommt eine zweite Factory. Versucht Berge hier scheinbar mit einigen Hellions Druck zu machen. Wechselt er hier vorne. Jetzt mit dem Tech Lab. Also Blue Flame Hellions aus zwei Factories, so wie es aussieht. Aber wir sehen schon, es geht hier irgendwie nicht ganz so auf. Von den Timings her. Würde ich jetzt Bergi nicht unbedingt in die Masterliga stecken. Creep wird gespreadet. Expansions connecten. Holt sich Saiz jetzt weiteres Gas. Und wer Saiz kennt, weiß, alles klar, drei Gasvorkommen. Der spielt Mars Mutalis. Und das ist genau das, was Saiz eigentlich auszeichnet. Saiz ist ein Spieler, der spielt in fast jedem Matchup haufenweise, massenweise Mutalisten. Ist er entsprechend auch sehr früh mit dem Leertech hier bei 6 Minuten bereits. Dafür allerdings nur 27 Worker, holt er sich einen weiteren Spinecrawler. Während wir von Bergi hier tatsächlich das Blue Flame Upgrade bewundern dürfen. Tatsächlich aus direkt zwei Factories holt er hier ziemlich viel von den Kollegen ran. Und es dauert und dauert natürlich. Okay, es dauert auch noch, bis der Spire kommt, aber spätestens wenn der Spire raus ist, kann er hier mit den Hellions nicht mehr viel anfangen. Und Saiz hat hier jetzt alle Zeit der Welt, dich zu machen mit der Evo Chamber, mit dem Spinecrawler. Im Normalfall hat man jetzt auch schon längst den ersten Push mit den Hellions soweit auf seine Basis, hat Rollen sehen. Das ist hier nicht der Fall, da lässt sich hier Bergi sehr viel Zeit, spielt hier einfach massenweise Hellions. 5 Stück, 3 Stück nochmal im Bau mit Blue Flame.
Augen zu und durch ist da die Debatte. Von Size haben wir hier Queens zum Blocken, insgesamt 3 Stück. Ansonsten aber nicht viel, spielt auch vergleichsweise Greedy, holt jetzt die ersten Dinge und wird sich da ganz schön umsehen, was da alles unterwegs ist. Im Watchtower gesehen, tut er natürlich gut daran, jetzt viele, viele Zerglinge zu holen. Sollte mit der Queen jetzt so weit blocken, möglicherweise, oder am besten hier auch noch die Worker mal abziehen, direkt in die Main Base. Das wäre nochmal ein bisschen sicherer, denn da sind die Hellions. Zeit steht gut und blockt. Ein Hellion nach den anderen geht hier down. Und es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Hellions hier nicht weiterkommen. Gestoppt werden, Linge mit dazu. Greifen ein, der Spinecrawler vollendet sein Werk. Und Zeiss wehrt das Ganze hier ab. So schnell gehen die Hellions hier alle down. Insgesamt 800 Mineralien jetzt verloren. Das waren 8 Hellions. Eieiei. Und wirklich Schaden gemacht hat er nicht. Keinen Worker mitgenommen, natürlich sehr schön geblockt von Zeiss. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, wenn du als Terraner hier einfach nur in die engen Stelle reinfährst und ja, mit einem A-Klick, wenn man so will, dann ist es auch nicht sonderlich schwierig. So, und spätestens jetzt ist das Spiel eigentlich schon vorbei. Lassen die Linge sich hier nochmal schön bräunen auf der Sonnenbank mit dem flammenden Strahl. Gesund ist es nicht. Verursacht Hautkrebs und teilweise auch sehr starke Verbrennungen. 16 Linge auf dem Feld, 6 Hellions, nur 3 Marines. Soll der erste Thor jetzt kommen? Der erste Thor soll helfen gegen mittlerweile 4 Mutalisten. Da kommen natürlich nochmal 9 Stück raus. Wie bereits angesprochen, Size Playstyle Mars Mirdalis. Da hilft ihm auch ein einzelner Thor nicht wirklich aus. Wenn überhaupt, dann verschafft er ihm hier nur Zeit. Spielt auf Mac, der Bergi. Size unterwegs, frisst erstmal die erste Salve. SCV rausgenommen, das Ganze delayed. Hat hier jetzt ausreichend Mutalisten auf alle Fälle, um einen Thor hier zu Magic Boxen. Ein Attack Upgrade ebenfalls unterwegs, der Creep Spread. Es ist einfach schon nach 10 Minuten fast die Hälfte der Karte soweit lila angemalt. Rechne ich hier Bergi eigentlich wenig bis gar keine Chancen mehr zu. Dritte Basis jetzt von Size. Gibt's hier nochmal von Bergi den Versuch mit 9 Hellions diesmal. Ein Hellion mehr. Da was zu reißen, der Scan kommt. Auf geht's, drauf geht's. Auf dem Creep haben wir hier mittlerweile 17, 18 Mutalisken. Das kannst du dich abschminken. Ja, er turtelt natürlich. Ist klar. Setzt er jetzt gleich erstmal seine Natural. Das heißt schon fast auf 3 Basen jetzt. Ja, nach 12 Minuten zu expandieren, das ist selbst für Terraner spät. Entsprechend dem Income deutlich, deutlich hinten. Haben wir hier nochmal den Versuch mit den Hellions. Zumindest im Watchtower nimmt er sich immer wieder. Jetzt trifft er ja auf die Mutalisten und die hauen hier schon mal eine gute Bresche rein. SCV ist mit dabei, den Thor hier vorne zu repairen. Einer dürfte in der Basis noch ein bisschen rumeideln. Ja, da vorne ist er. Hält hier die Stellung, soll verteidigen. Aber wenn ich mir diese Army so angucke, da kann Size einfach mal rein Magic Box und durch. Ich meine, das sind 5 Marines und ein Thor hier vorne. Nicht mal, 3 Marines hier vorne nur an der Front. Und genau das tut er hier vorne. Drauf, der Thor ist down und damit ist das Ganze hier GG. Der geht raus, Size weiter. Lowly gegen Terex auf Shakuras Plateau, PVZ. Die Jungs sind gespawnt. Einmal rechts unten Terex in grün, links oben Lowly in schönem Gelb. Entsprechend ist es die Cross-Posi und diese Probe läuft ins Leere. Genauso wie der Overlord. Ja, für Protoss natürlich der Pylon hier vorne gepaart mit der Forge. Forge expand.
gibt eigentlich nur ganz, ganz seltene Fälle, wo es nicht gespielt wird, wo man es nicht mehr antrifft. Für Lowly entsprechend natürlich der Spawning Pool. Hedge first, das wäre halt ein bisschen riskant. Ist hier Terex auch noch so weit gegangen, den Pylon zu platzieren. Damit die Hatchery nochmal nach Möglichkeit hinauszuzögern, zu delayen. Und wenn man ganz, ganz arschig ist, dann sieht man das auch häufiger mal, dass mit den Pylons geblockt wird, Cannon gebaut werden. Allerdings eher was gegen Hedge first. Ja, und genau so dreist ist hier auch Lowly. Hat hier für einen kurzen Augenblick die Hatch im Bau. Und in diesem kurzen Moment, wo diese Hatchery im Bau ist, bricht er das Ding ab. Und da hat man für einen ganz, ganz kurzen Moment halt Creep. Und das nutzt Lowly hier aus und setzt die Evo-Chamber. Geiles Ding. Und verhindert natürlich, dass der Protoss hier allzu früh seine Nexus bauen kann. Bringt komplett die Building Order durcheinander. Sehen wir hier nochmal ein Gateway im Bau. Auch Terex kann hier weiter verzögern. Ja, es wird einfach ein Kampf. Wer kriegt seine Expansion später? Terex dazu gezwungen, hier vorne die Cannon zu bauen und erstmal die Evo-Chamber beiseite zu räumen. Wenn es der Fall ist, werden hier natürlich nochmal Broodlings spawnen, die hier ein bisschen Schaden machen. Wenn die Probe nicht aufpasst, diese rauszunehmen. Ansonsten so ein bisschen auf den Pylon zu gehen, allerdings nicht nennenswert. Er muss ja jetzt erstmal das Gateway bauen. Komplett durcheinander gebracht, also von der Building Order her. Zack, da ist er down, da sind die Broodlings. Die kann man als Spieler steuern. Und er geht natürlich direkt auf die Probe und die bekommt er nicht. Oh, mit 4 Hitpoints und Hilfe der Cannon konnte diese kleine Probe hier überleben. Jetzt den Nexus platzieren. Damit längst nicht so früh, wie man es gerne hätte haben wollen. Und Lowly setzt sich einfach mal die Hatchery hier vorne hin. Terex durch die Gegner flanieren. Sieht er hier? Hat er das jetzt noch gesehen? Hat er nicht? Oh, war das knapp. Also Lowly früh direkt mit der Double Hatchery. Früh auf die dritte Basis. Natürlich als Reaktion auf diesen Forge Expand Build. Nichts Ungewöhnliches natürlich. Aber auf jeden Fall nett anzusehen, dass die Jungs hier schon in dieser sehr, sehr frühen Spielphase sich nichts gönnen, nichts schenken. Das macht natürlich Lust auf mehr. So, zwei Queens im Bau. Eine hat man schon. Drei sollen es werden für drei Hatcheries. Das Ganze natürlich jetzt auch auf der einen Seite ein bisschen riskant. Terex macht hier alles richtig, geht mit dem Zealot raus, scoutet hier vorne diese Hatchery. Bei nur drei Zerglingen auf dem Feld braucht er sich hier auch bisher keine Sorgen machen über Lebensversicherung, so ein Quatsch. Aber da spawnen gerade nochmal ein paar mehr und entsprechend surrounded und down das Teil. Ja, und wie kann man das am besten auskontern? Entweder mit einem frühen Gateway-Push, man geht dann drauf. Und mit früh meine ich sehr, sehr früh. Am besten nur mit Zealots, wenn man es Chrono boostet. Da hat das Zeitfenster aber soweit schon einfach mal Kiste. Das kann er vergessen. Logische Konsequenz, das Starport hier vorne. Dann mit einem Wardroy rüber zu düsen und diese dritte Basis rauszunehmen. Man wird seinen Gegner nicht mit dem Starport nicht zu diesem Zeitpunkt finishen können, auf keinen Fall. Aber man wird groß dazu beitragen können, wenn man diese Hedge wirklich down bekommt. Eine Queen, das ist zu erwarten, kommt hier von Lowly jetzt die Evo-Chamber. Ich sage das durch. Ja, und warum das so schwer zu verteidigen ist, ist einfach, ich meine, das ist hier halt nochmal ein großer Laufweg, na, bis man den Creep bis dahin gespreadet hat. Da fängt man am besten direkt schon mal mit bei an. Das weiß natürlich auch Lowly. Am besten von beiden Seiten, genauso wie das der Fall ist, damit die Queens halt schneller da sind. Oder im Zweifel zwar auch der Hydra, denn sollte man diesen soweit platzieren. Terex mit weiteren Gateways unterwegs, insgesamt 5 Stück im Bau. Wird hier nicht nur der Voidray Dampf machen, sondern wird er gleich auch mit den Gateway Units rauspushen wollen. Darauf schließt natürlich auch das 1er Weapons Attack Upgrade. Das war doppelt gemoppelt. Weapons, ja, wobei, na doch schon so ein bisschen. Ihr wisst, was ich meine. Ah, das Weapons Upgrade, Level 1. So heißt es richtig. Attack Upgrade, umgangssprachlich.
Auf jeden Fall ist es das Upgrade, womit die Zealots einfach nochmal einen Tacken härter zuschlagen können. Die Zerglinge two-hitten und so ist das Stichwort. Entscheidet er sich hier, den Cybernetic Core rauszunehmen? Ungewöhnliche Entscheidung. Hat er hier noch keinen weiteren im Bau? So wie ich das sehe. Ja, wer braucht schon den Cybernetic Core? Oder jedoch sowieso eine Zealots. Keinen im Bau. Ja, wozu? Wozu die Zealots? Jede Menge Overgas, der Protoss. Ja, meistens entscheidet man sich, die Forge rauszunehmen, denn das Upgrade ist durch. Und später edit man meistens sowieso eine zweite Forge, beziehungsweise baut das Ding neu. Habe ich das jetzt, wobei, hier hat er noch einen stehen. Okay, ich habe nichts gesehen. Tomaten auf den Augen ist das Stichwort. Das ist einfach das Anti-Alkoholismus-Programm. Warum erkläre ich gleich? Jetzt erstmal die Queens drauf. Massenweise die Queens. Lodi hat vorgesorgt. 7 Stück. Und mit den Queens kriegt er natürlich die Void Race gehalten. Mit den Zerglingen. Das ganze Jahr auch. Hat Lowly damit gerechnet. 7 Queens, 20 Linge auf dem Feld. Gegenseitiger Transfuse möglich. Das Ganze hier easy abzuwehren. Die Void Rays fokussen hier. Eine Queen raus. Es werden hier langsam weniger. 4 Stück sind es noch. Wird hier nochmal Welle um Welle reingeworfen. Lowly auf 65 Worker natürlich krass gedroned. Entscheidet er sich jetzt für den Hydra denn? Hat er sich da vielleicht verkalkuliert? Den Protoss unterschätzt. Der macht hier gut Schaden. Stürmt jetzt auf die dritte Basis. Es sind hier vorne noch 2 Queens. Spinecrawler in Auftrag. Der hat er sich eben auch nochmal gewünscht. Wird hier nochmal gut reingeworfen vom Protoss. Der Pylon. Diesen rauszunehmen wäre mit den Zerglingen sehr, sehr wichtig gewesen. Tja. Ich glaube, da hat sich Lowly hier so ein bisschen verschätzt, möchte ich meinen. Läuft jetzt eine Horde Zealots rein in die Basis mit 1-0er Upgrade. Lowly mit 0-1er Upgrade, dem entgegenzuwirkend. Aber das ist jetzt zu viel, was da auf ihn zuströmt. Die Hatchery wird soweit nicht rausgefokust. Die Drohnen abgezogen. Will hier Terex direkt auf die Mainbase drauf. Und da werden jetzt sogar die Drohnen abgezogen, die Drohnen mit dazugeholt. Hydralisken in Auftrag, natürlich auch gegen die Voids, hauen die hier gegen so ziemlich alle Gateway-Units draußen. Aber sind die Verluste hier nicht möglicherweise zu hoch? Die er ja dulden muss. Die Drohnen surrounden hier Stalker um Stalker. Wo sind die 13 Roaches? Ziemlich verteilt das Ganze. Ja, also entweder angreifen oder meinen, aber nicht gar nichts machen. Der Void Ray jetzt gegen die Hydralisken ist natürlich schon charged und kriegt dadurch sogar hier den Hydralisken geklärt. Nochmal eine Warp-In-Runde. 40 Drohnen übrig von 1x65. Jetzt die dritte Hatchery down. Tags bereitet hier Lowly wirklich riesengroße Probleme. Nochmal eine Latte Stalker. Robo Bane Auftrag. Schickt er ja auch immer wieder häppchenweise seine Zerg Units rein. Den Protoss auf dem Präsentierteller. Tja. Ich würde mal sagen, das war's. Der letzte Void Ray down. Nochmal mit den Drohnen drauf. Zieht sich hier Terex nochmal zurück, warpt hier erneut rein. Konnte hier gut Schaden machen und noch einiges an Geld auf dem Konto. Zwei Hydralisken. Sicherlich zu wenig für den einen Void Ray, es sei denn, man lässt die Hydralisken in Ruhe. Nein, das ging noch gut aus. Mit einem Charge-Strahl rein, den Overlord gefunden. Der Strahl bleibt weiter charged.
jetzt hier drauf auf die Natural. Der Proto ist einfach mal mit der dritten Basis. Vorne läuft's gut soweit. Kommen hier nochmal die Queens. Der Voltrade down jetzt. Lowly, kaum noch Units auf dem Feld. Drei Roaches, ein Hydralisken und einen Zergling. Muss er hier wieder Drohnen abziehen. Stellt diese hier vorne hin zum Blocken. Lässt die Queens, lässt die Roaches arbeiten. Nächste Warp-In-Runde am Start. Terex mit dem Gewaltbusch. Aber es scheint aufzugehen. 12 Roaches nochmal in Auftrag. GG von Lowly. Lowly raus. Also, nächstes Spiel. RMDX jetzt gegen Zazu. Zwei Grandmaster-Spieler gegeneinander. Rechts oben Zazu als Zerg. Links unten RMDX. Der Terraner. Auf Tal'Darim Altar Cross-Posi. Ja, große Map. Viele Möglichkeiten, seine Building Order hochzuziehen. Macro Games natürlich inbegriffen. RMDX ist jemand, der sehr viel trainiert, sehr viel spielt, das Ganze halt auch mal wieder streamt. Macht ihn ein Stück weit berechenbar. Lange Zeit hat er hier sehr viel Mac gespielt. Ist er jemand, der sehr viel am Harassen ist. Ja, ständig mit irgendwo mit einem Drop unterwegs, sei es Blue Flame. Ich sag mal so, standardmäßig ist er sehr, sehr häufig mit Cloak Banshees beziehungsweise mit Blue Flame Helens into Cloak Banshees oder andersrum, je nachdem wie Bedarf war, ins Spiel gestartet. Scoutet er hier natürlich jetzt alles ab. Von Zazu gibt es die Edge First. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass die beiden Spieler in der Ladder sicherlich häufiger aufeinander getroffen sind. ...16:16 der Worker-Count. Haben wir natürlich den Pool in Auftrag, genauso wie das Orbital. Weiter geht's mit der Factory. Nichts Ungewöhnliches, soweit, dass die beiden hier so nah aneinander platziert werden, sprich natürlich für einen Add-on-Switch. Ansonsten macht es eher Sinn, die Gebäude weit auseinanderzustellen, um da entsprechend ein Scouting vorzubeugen. Zack, da ist nämlich der Reaktor. Reaktor Hellens. Standard. Absoluter Standard gegen Zerg. Vor allem auf dieser Map. Halt auch nochmal besonders scheiße zu verteidigen. Ja, hier große Wege. Da kannst du nicht einfach mal eine Hatchery hinstellen. Ach, Hatchery sei schon. Einen Pool hinstellen. Wobei, das machst du auch nicht, ne? Okay. Dritter Versuch. Da kannst du nicht einfach einen Roachwall hinstellen oder ein Baling Nest. Oder eine Evo Chamber. Weil dann ist immer noch nicht dicht. Ganz einfacher Punkt. 22:19 Worker. Und ich frage mich langsam, ob hier nicht wirklich Alkohol drin ist. Spinecrawler in Auftrag natürlich. Command Center von AMDX direkt vor Ort und Stelle zusammengeschraubt. Darf man hier als Zerg auf keinen Fall zu greedy spielen. Was dann passiert, haben wir bereits bei einem Lowly gesehen. So, die ersten Hellens scouten hier erstmal wirklich alles ab. Nicht, dass da irgendwo irgendwas steht, was aussieht wie Banelinge, wie Linge, was einfach nur darauf wartet, dass man rausgeht und den Runby startet. Das weiß man ja heutzutage nie. Gefährliche Zeiten sind es, in denen man lebt. Die beiden Hellens einfach von beiden Seiten auf den Watchtower drauf. Das sieht nicht nur gut aus, verhindert auch, dass man direkt beide abgreifen kann. Aber vor allem sah es in der Situation einfach nur gut aus. Kommt jetzt der Roachrun vom Zerg-Spieler hier vorne nämlich hin, um hier zu verdichten. Wie bereits angesprochen, hier hinten, ja, das kannst du knicken, wie man das sonst gerne mal macht mit den Gebäuden. Auch hier, da ist einfach zu viel Platz. Da kann man die Hellens nicht wirklich daran hindern. Sehen wir jetzt natürlich das Cloakfield.
Ich habe es bereits direkt am Anfang angesprochen. EMDX ist jemand, der gerne mit Cloak Banshees und Hellions seinen Gegner frühzeitig harasst. Er ist jemand, der sehr viel harasst. Entsprechend lohnt sich hier sogar nach 7 Minuten für ihn das Cloak Upgrade zu starten. Auch wenn hier jetzt die ersten Hellions soweit schon den Spinecrawler erlegen sind. Ja, Cloak Banshees, Hellion Drops, das ist so das, was so ein RMDX typischerweise im Repertoire hat. Double Evo Chamber für doppelte Upgrades und weiter zumachen. Ab auf die Queen drauf, aber spätestens mit den Roaches ist dann Schluss. Da bringt ja auch kein noch so gutes Micro. Da kommst du mit nur Hellions einfach nicht durch oder du brauchst halt schon wieder so viele. Aber dann hat er auf der anderen Seite der Zerg-Spieler auch wieder so viele Roaches. Von daher, vergiss es. Holt er sich hier Supply-Depots, interessant, vom Spot her, vor dem Bunker auch nochmal. Das Ganze nochmal bass-sicher zu machen, vielleicht die doppelte Depot-Reihe einfach. Hat aber auch den Nachteil, wenn dann wirklich irgendwie ein Bast kommt, dann bist du direkt Supply-blockt, wenn das down geht. Sollte aber nicht passieren. Trotzdem haben wir das Baneling-Nest im Bau, genauso wie den Spire. Mutterling Bane. Das ist das, womit Zazu hier zu Werke geht. Ja, gerade weil Mutalisten natürlich auf dieser Map super zu spielen sind. Große Map. Haben wir jetzt das Banshee hier drin. Drei Queens versuchen dieses zu vertreiben. 8 Kills hat es jetzt abgestaubt schon. Vorne jetzt die Rocks freigemacht. Zweite Banshee unterwegs. Und soviel zum Thema Harassment. Da lohnen sich auch jetzt noch die Cloak Banshees. Der Overseer ist zwar da. Die Queens schauen allerdings so ein bisschen in die Röhre. Und das kostet jetzt weitere Worker. Die eine Queen rausgefokust und eine Banshee gewinnt gegen eine Queen. Ah, allerdings die andere wesentlich zu spät zurückgemicrot. Zwölf Kills jetzt auf dem Banshee hier vorne. 14. Cloak gezündet. Bringt natürlich nicht viel, wenn da vorne noch was hier steht. Dritte Hatchery von Zazu. Das hat gekostet natürlich. Auf 48 Worker runter. Insgesamt 23, die es hier gab. Hat er jetzt sich einfach mal entschlossen, anstelle der obligatorischen Spore-Crawler hier überall einen Overseer zu platzieren. Kann man machen, kostet aber deutlich mehr. Vor allem auch deutlich mehr Gas. Massenweise Formlinks. Okay, da wird sich auf jeden Fall MDX wundern. Das sind nicht meine Marines. Hat er hier weitere Barracks geerdet? Stim darf auch nicht fehlen, genauso wie das Combat Shield, wenn man hier auf Marines geht. Kampf um den Watchtower. Die ersten Mutalisken unterwegs soweit. Und hier die Hellions vom Feld. Gibt es Speed Upgrade, gibt auch nochmal einen Infestation Pit. Fühlt sich RMDX auf 2 Basen aktuell ziemlich wohl, wie es scheint. Siege denkst dazu, Siege Mode kommt, genauso wie die Upgrades. 2 Attack auf die Marines. Gerade natürlich wichtig, wenn du hier gegen Mutalisten spielst. Dann brauchst du auch einen mobilen Part, dann reichen die Thurs natürlich nicht aus. Einer davon gerade gespawnt. Holt er sich das Gas. So, Cloak gezündet und rein in die frisch gebackene dritte Basis. Da steht noch kein Overseer, da soll der Spawncrawler noch kommen. Solange das noch nicht der Fall ist, nimmt man hier einfach mal Drohne und Drohne weg. Genauso wie die Queen. Muss dann aber aufpassen, die Mutalisken sind auf dem Weg. In Kombination mit dem Overseer versucht man denn dann auch diese Banshees soweit abzufangen. 22 Kills haben beide in Kombination schon abgeräumt.
Zazu mit dem Overlord Speed. Weiteren Upgrades. Unter anderem Pathogen Glance. Entscheidet sich jetzt auch MDX dazu, hier auf diese Rocks zu gehen. Income-technisch beide ungefähr auf einem ähnlichen Niveau. Entscheiden sich dank des kontinuierlichen Harassments von MDX auch kaum im Worker-Count. Und wir sehen vom Zerg-Spieler ein Upgrade, was man mittlerweile recht selten sieht, nachdem es ziemlich krass genervt wurde. Neural Parasite. Macht natürlich Sinn, gerade wenn man hier Siege Tanks und Thralls mit drin hat in der Komposition. Diese Units da entsprechend rauszuholen. Und zu übernehmen. Overseer immer mit dabei. Vielleicht trifft man ja auf eine Banshee. Nicht, dass die dem Mutalisten gefährlich wird, aber dann kann man, wenn man Glück hat, diese auch rausnehmen. Hatchery wird gesetzt von Zazu. Die Mutalisten hier vorne keine Chance reinzukommen. MDX hier einfach sehr, sehr sicher mit dem Turret, mit den Depots. Sieht das bei Zazu nicht ganz so sicher aus. Macro Edge mit dabei, der Spawncrawler schön und gut. Man sieht zwar die Banshee, aber der Spawncrawler out of range, was das angeht. Kann er hier nochmal auf 10 Kills, 11 Kills. 6 Kills hatte er mal gehabt. Und jetzt geht's raus. Low HP und so ist das Stichwort. Auf 33 gekillte Worker hoch. Da ist keine Echse. Was willst du tun? Einfach nochmal haufenweise Changelinge ranholen. Kommt der Hivetag von der MDX. Die Ghost Academy natürlich als Reaktion auf die Infestoren. War's das jetzt auch mit den Banshees? So, der Go auf die Stellung von EMDX. Hat er hier genügend an Defense stehen? Zieht die SCVs sofort ab, zieht die Tanks. Und da muss Zazu jetzt raus. Da muss er mit seiner Armee raus. Das ist hier zu viel. Konnte an Workern immerhin stolze 6 Stück abgreifen. Mit 75 zu 71 allerdings da gar nicht so groß der Unterschied. Infested Terrans, die stehen hier noch. Die interessieren aber niemanden mehr scheinbar. Und das, obwohl hier ein SCV noch mit down geht. Sicherlich aufgrund ihrer begrenzten Lebensdauer. Ja, Upgrade-technisch sehr schön. 3 Attack-Upgrade für die Infanterie, 2er für Mac. Holt sich Zazu sein 2er Armor-Upgrade. Adrenal Glances. Schauen wir, was er auf dem Felde hat. Nochmal eine weitere Hatchery für ihn. 9 Mutalisken, 24 Roaches, 8 Infestoren, 32 Linge. Und einiges an Mineralien auf dem Konto. Nicht auszuschließen, dass er mit Lingen reinforced. Das geht schnell, die sind schnell da. Und da zahlt sich so ein Adrenal Glance Upgrade natürlich aus. MDX pusht raus. Army Supply 115 zu 106. Nähern sich beide dem Max Supply. Das ist 3 Attack Upgrade für die Melee Units. MDX unterwegs. Viele Marines dabei. Medivax muss er sich vorsehen vor Fungals, vor Banes sind gezündet. Die Investoren nehmen die Verfolgung auf. Da sitzt der Fungal und da kommt die Zerg Army hier alles abzuräumen. Der Thrall rausgefokust soweit. Fängt MDX an sofort Reinforcement. Und der Thrall übernommen mit Neural Parasite. Brettert hier vorne jetzt rein. Die Wirkung lässt nach. Und jetzt zieht sich hier Zazu zurück. Greater Spire kommt. Muss er hier noch weiter Zeit schinden? Gerade was auch die Siege Tanks angeht. Da hat er so nicht wirklich ein Mittel auf dem Feld, was das angeht. Will sich hier natürlich in Position bringen. Gerade mit den Siege Tanks hier vorne. Ganz, ganz hässliche Situation. Die Hatchery sowieso mit Low HP, dank der Banshees.
Die kann er auf jeden Fall abschreiben. Sensor Tower, Zazu versucht es hier mit dem Counterpush. Wenn der Terraner gut steht, wird es schwierig. Steht hier mit Siege Tanks diese Basis hier vorne allerdings noch ungeschützt. Keine Plante Fortress, lediglich die Missile Turrets. Geht es jetzt an mehreren Stellen gleichzeitig zu Werk. Der Vorteil natürlich, er kann hier noch liften, er kann SCVs soweit einladen in das Command Center. Von daher halten sich da die Verluste in Grenzen. Ghost unterwegs, pusht RMDX jetzt raus, trifft hier die Infestoren. Die können ihren Pilzbefall allerdings noch setzen. Wo sind die Medivacs? Die sind eben down gegangen. 7 Stück hat er allerdings noch. Wir sollten hier schleunigst zu ihren Kumpanen aufschließen, denn sonst sind die Marines hier super schnell down. Pusht er hier weiter raus, der MDX. Der Marine läuft hier hinter die Zerg Army hinterher. Das hatten wir gestern schon in der Aftershow. MDX mag heldenhafte Marines. Sieht hier den Tanks, wird angegangen von Zazu. Das wird schwierig. Die Unit ist schon hart angeschlagen, räumt das Ganze hier natürlich ab. Mit dem Fungalgrowth drauf. Das Ganze ein Kinderspiel. So, MDX setzt hier seine Command Center neu. Hier vorne allerdings nicht möglich. Da steht immer noch eine kleine Abteilung der Roaches. 2-1er Upgrades mittlerweile. Sehen wir 4 Ultralisten jetzt im Bau. 4 Ultralisten für Zazu. Wer hat hier bisher die Hauptkriegslast getragen? Beide Spieler haben hier ziemlich viel verloren. So, und da sind die Medivacs. Da sind die Medivacs mit den Marines. Und hier vorne heldenhafte 5 Roaches versuchen, möglichst viele Worker rauszunehmen, bevor die Planetary fertig wird. Das wird hier jeden Moment der Fall sein. Wenn Zazu jetzt sogar anfängt, die Roaches zu droppen, ich fasse es nicht mehr. Kommt es hier zum Fight, die Mules natürlich mit dabei, die will man hier nicht verlieren. Man will auf keinen Fall die Planetary verlieren, das wird schwierig, die Ultralisten unterwegs, genau dieses zu erwirken. Auf geht's, drauf geht's. Hier vorne steht das Medi weg, ja. Ab auf die Planetary. Und da kommst du halt nicht mehr hinterher. Die Mules, gleich Geschichte, genauso wie die Planetary. Und die geht down. MDX jetzt mit Problemen. Der Zerg äxt sich hier den Wolf. Versucht da möglichst viel durchzubekommen. Steht hier, lauert, wartet. MDX mit dem nächsten Drop. Loadout kommt nicht. Oh, das steht hier auch schon eine ganze Weile. Das Medi weg mit 25 Hitpoints. Wird einfach mal konsequent ignoriert. Genauso wie das. Überall auf der Karte. Medivacs, Zazu unterwegs. Jetzt schon mit den Broodlords soweit. Weiß, glaube ich, MDX gar nicht, wo er überall hier schon Armee stehen hat. Oder noch Armee stehen hat. Und da kommt der Drop. Da kommt der Drop mit den Roaches in die Mainbase rein. Ghost unterwegs. Infested Swarmax rein. Der nächste Drop hier vorne. In der Mainbase nicht ganz. In der Second Natural des Zerg-Spielers. Mit den Stimp Marines. Wer macht hier mehr Schaden? Infestoren mit dabei. Setzt natürlich den Fangel mitten rein. Zack, da ist er. Geht hier vieles, vieles down. Der Drop hier vorne macht ebenfalls richtig Schaden. Da steht das Ultralist Cavern. Das dürft ihr ja auf keinen Fall verlieren. Dank haufenweiser Ghosts. Schaut euch mal das an. Mars Ghost, was er hier spielt. 13 Stück. Konnte er das Ganze clearen. Der nächste Drop hier vorne, den Tech niederzuschießen. Den Greater Spire. Auch das ist etwas, was Zazu hier vehementer verteidigen sollte. Da wäre noch ein Transfuse möglich gewesen, aber nein! Geht hier tatsächlich der Greater Spire down. Muss als Spire neu gesetzt werden. Genauso wie das Ultralist Cavern. Auch das konnte RMDX in dem Drop hier vorne einfach mal niederschießen. Ein offener Schlagauftausch von beiden Seiten.
56 zu 31 gekillte Worker. Gehen hier die SCVs sogar einfach mal mit den Kampf ein. Die Marauder versuchen hier vorne zu klären. Und jetzt der Drop mit massenweise, mit haufenweise Ghosts. Jetzt fehlen mir hier eigentlich nur noch die Nukes. Mit der Scharfschussfähigkeit natürlich gegen sämtliche Zerg-Unit gut, weil das ist einfach alles biologisch. Lohnt sich nicht unbedingt gegen Zerglinge, aber ansonsten ist die Edge hier im Nu down und er hat hier haufenweise Energie noch drauf. Gerade gegen die Ultralisken eine super Sache, aber auch der Zerg-Spieler geht auf die nächste terranische Basis. Die Planetary soll's werden, die Linge mit dazu verhindern effektiv, dass repaired werden kann. Keine Chance für MDX, das Ding ist down, die Broodlords greifen hier großartig gar nicht ein. Eine Borrowed Roach verhindert hier vorne, dass das Command Center gesetzt werden kann. Ja, was macht ein Terraner, wenn er zu viel Gas hat? 2200 Gas. Er baut halt anstelle von Marines haufenweise Ghosts. Richtig geiler Playstyle. Nutzt die Medivacs zum Droppen. Auch diese Situation niedlich. Ja, einen wirklich großen Endfight gibt es hier nicht. Beide Spieler immer wieder dabei, ihre Expansions niederzumähen. Das wirkt sich im Income aus, denn davon hat keiner wirklich mehr was. Der Zerg-Spieler noch mit 4000 Mineralien und 2000 Gas. Pusht jetzt drauf auf die Siege Tanks. Rollt hier einfach mal rein und räumt hier herzhaft ab. Die Ghosts auf dem Highground hauen natürlich jetzt an Schüssen raus, was möglich ist. Aber die Roaches oben, das ist einfach zu viel in der Situation. Da verliert RMDX jetzt einiges. Auf 71 Army Supply gedroppt, 107 Hearts Azu noch. Der Terraner jetzt mit großen, großen Geldsorgen. Ja, Income interessiert hier keinen. Der Zerg-Spieler hat noch einiges an Geld auf dem Konto. RMDX nicht. So, jetzt hat er endlich mal sein Low HP Medivac gefunden. Das macht sich auf dem Heimweg. Muss man diese Expansion um jeden Preis verteidigen. Na, hier vorne stehen auch mal ein paar Siege Tanks. Hoffe ich dann mal, dass er es auf dem Schirm hat. Zazu mit immer mehr Spielanteilen, die er sich hier erarbeitet. Gut, er hat auch noch Geld, das ist nicht schwierig dann. So, da sind die Ghosts, leider ohne Cloak. Hauen die EMPs einfach nur so raus. Die Tanks schön gespreadet. Zazu läuft rein. Der Snipe natürlich auf die Ulis. Dann auch auf die Roaches. Und er hält es. Er hält es hier tatsächlich. Schönes Ding. Borrowed Infestors noch mit dabei. Die Infested Swarm Eggs soweit noch möglich. Schluss ist dann aber letztendlich an der Planetary hier vorne. Beide Spieler auf 103 Supply jetzt runter. Also was ein Schlagabtausch einfach mal. Was ein Schlagabtausch. Scheiß auf direkte Fights, scheiß auf Economy. Wir machen einfach überall was auf der Karte. Sehr schwer, natürlich auch für die Spieler hier die Übersicht zu behalten. RMDX natürlich mehr als oversaturated das Teil, aber er kriegt hier halt einfach keine Echse durch. Zazu einfach mit massenweise Expansionen versucht genau das. Ja, da wird so ein Marauder einfach ignoriert, zu unwichtig. Haut er hier einfach mal das Gas niedrig. Der Broodlord hier vorne, überall sind hier einzelne Units am Kämpfen. Festoren mit dabei. RMDX hier nochmal mit Medivacs am Start. Unglaublich geil. Ja, jetzt haben die Linge den Marauder endlich mal gefunden. Das Gas wird neu gesetzt. Gas wird benötigt. Sehe ich hier Zazu allerdings noch weiter vorne. Auch wenn er das im Supply aktuell noch nicht so wirklich ist. ...34 Minuten geht dieses Spiel schon. Auch diese Basis soweit neu gesetzt und ich weiß gar nicht, was wir noch nicht gesehen haben. Das Command Center RMDX auf jeden Fall zu spät, entsprechend brennt das Teil.
nutzt Sasu hier vorne den Highground. Die SUVs sich gegenseitig am Repairen, versuchen sich Zeit zu verschaffen, bis die Vikings ankommen. Ah, ist das hässlich. Ist es ärgerlich. Dazu nochmal das brennende Command-Set. Da muss er hier die Vikings callen, um den Investoren ein Ende zu machen. Die graben sich allerdings ein. Es fehlt die Detection. Drop hier vorne. Und wieder auf den Greater Spire. Wieder den Takedown. Kommt der Fangel und dann wird abgeräumt. Also ich weiß gar nicht, wie oft er das jetzt schon neu setzen musste. Mittlerweile Sasu allerdings mit 180 Supply viel, viel mehr als er im nächsten hat. Kommt jetzt Cloak. Also bei seinem Mars Ghost Style hätte ich mir das, glaube ich, schon viel, viel eher gewünscht. Kostet natürlich auch jede Menge Energie. Wer braucht schon Medivacs? Also sehr verschwenderisch, die beiden. Schaut euch mal an, was sie hier alles schon an Ressourcen verloren haben, an Materialien. Das ist eine reine Materialschlacht. Und diesen wirklichen Endfight in diesem Sinne gab es hier nicht. Es waren überall immer wieder Aktionen auf der Karte. Letztendlich schaut Sasu allerdings ein klein bisschen besser dabei aus. Was geht denn jetzt ab? Direkt einfach mal gesehen, was da kommt. Frühzeitig die Augen abgezogen, oder was? Flutsch. Gut, viel an Army hat RMDX jetzt auch gar nicht mehr. Könnte das möglicherweise der letzte Push sein, den wir sehen. Aufgerieben nennt man das. Acht Brutlords, fünf Infestoren und sechs Ultralisten. Und immer noch dieser Infester hier vorne. Formiert sich jetzt alles zu einem großen, großen blauen Punkt. Sasu längst wieder auf 200 Supply. Fünf, drei Upgrades. Erübrigt sich natürlich die Upgrade-Frage. Stehen die Changelings mittendrin? Als würden sie dazugehören. Das fällt hier gar keinem auf. 200 APM. Da geht natürlich jetzt die Pumpe. Ja, auch stehen hier weitere Overlords parat. Möchte man meinen. Medivac am Start. Ghost hier unten. Ein Zergling darf leben bleiben. Also überall alles so ein bisschen versprenkelt, möchte ich meinen. Versucht der Zerg-Spieler sich jetzt zu formieren, in einem konzentrierten Moment alle Register auf einmal zu ziehen und dann den Terraner zu überrennen. Ja, erneut muss er hier das Orbital liften. Bleibt das hier vorne seine einzigste Einnahmequelle. So, jetzt kommt's, der Drop mit dem Ultralisk da drin. In die Mainbase rein. Zerglinge, Ultralisken, alles am Start. Hier vorne die Hatchery gesetzt, da kann er nicht exen. Ist es hier zu wenig, um das zu halten? Nein, Muscle by the Ghost und oh. So ein Overlord einfach mal komplett mit einer Ultralistenladung weggesniped. Und jetzt ist es der Zerg-Spieler, der die Initiative ergreift, der anfängt zu droppen. Einfach nur, weil er es kann. Aber nach Möglichkeit bitte nicht in die Vikings, weil das funktioniert dann auch nicht. Lässt er hier MDX auch gut Zeit, sich wieder aufzubauen. Nimmt die nächste Plante raus. Zack. Aber da vorne steht schon ein Orbital Command. Also es ist, die beiden leben hier in einer Wegwerfgesellschaft. Liegen gleich auf, was die verlorenen Ressourcen angeht. Army Supply 140 zu 123.
Sasu weiterhin mit mehr Mineralien, mit mehr Gas. Wäre es auf jeden Fall interessant, wenn er sich das Spiel ja nochmal nehmen lassen würde. Piu, piu, piu. Ja, spart euch eure Energie. Da kommen jetzt haufenweise Broodlords. Da müssen die Vikings ran. 7 Stück hat er ja. Mal gucken, ob er die wiederfindet auf der Karte. Das ist ein bisschen wie Memory. Sehr weitläufig das Ganze. Drauf mit dem Zerg-Spieler. Fangelgross gesetzt. Die Cloak Ghosts mittendrin versuchen hier die Broodlords rauszuzweiten. Das gelingt hier nicht ganz. Es sind einfach viel zu viele, die Vikings gegen die Corruptor. Ist hier immer noch ein Großteil übrig. So, jetzt fangen die Vikings an, die Broodlords soweit rauszunehmen. Das gelingt ja auch. Wo ist der Rest der Zerg-Army? Ja, Hauptsache der kleine Zergling mittendrin hier vorne. Bezeichnend für dieses Spiel, einfach bezeichnend. Ja, diese kleinen Details. Ein Zergling, der hier die ganze Zeit in fester Nähe vorne immer noch steht. Man konzentriert sich auf die großen Sachen, aber ein richtig dicker Fight findet letztendlich dann doch nicht statt. Festoren hier vorne borrowed, die Vikings dazu, gibt sie ab und zu mal ein paar Infested Swarm Eggs rein. Also ich glaube, die Konzentration bei beiden Spielern nicht mehr oder lange nicht mehr auf dem Höhepunkt. Auch hier, den Infester wieder entdeckt. Und der Go von einem Zerg-Spieler drauf. Allerdings wieder nur so eine kleine Teileinheit. Ich meine, bei fast 138 Army Supply hat er hier mehr als 3 Utilisten auf dem Feld. Sollte man meinen. RMDX deckt sich ja ein mit lauter Sensortauern. Diese Expansion hat er jetzt erst auf dem Schirm scheinbar. Die Ghost hier vorne. Sniped er endlich mal diese Hatchery down. Die Hälfte des Spiels einfach nur da stand. Lange Zeit auch ohne Queen, wenn da überhaupt jemals einen dran gewesen ist. Also, es ist Grandmaster gegen Grandmaster. Halten wir das fest. Ja, auch das hier, immer wieder interessant. Massenweise Changelings, die übers Feld laufen. Auch das haben wir, also ich meine, schau dich das mal an. Das ist eine Materialschlacht. Die Jungs scheuen den direkten Fight. Schicken immer nur Teilarmeen drauf. Und auch diese Drohne, die habe ich bestimmt vor einer Viertelstunde schon mal gezeigt. Genauso lange steht die hier vorne. Man hat keine Zeit, die Rocks beiseite zu räumen. Auch dieser Overseer. Und auch, ich meine, wie lange stehen die denn schon bitte da? Hier ist alles so weit verteilt. Hier ist alles so delokalisiert. Gibt es jetzt die erste Nuke von AMDX und er fängt an, Ghost Academies zu bauen. Und auch der Greater Spire wird, glaube ich, nicht zum ersten Mal neu gesetzt. Ja, hier vorne geht er hoch, aber auch immer nach so ein bisschen Anlaufzeit. Ich weiß gar nicht. Wie, könnte mal jemand messen, wie lange er im Schnitt braucht, um Overseer bzw. den Greater Spire zu holen. Erste Nuke. Sasu probiert es mit einem Drop. Keine Lust, diese wirklich breite Front anzugehen. Das hat wirklich was von Ersten Weltkrieg. Grabenkämpfe, langgezogene Front, Materialschlachten. Schreibt darüber doch mal eure Geschichtsklausur. RMDX gegen Sasu. Der Weltkrieg hier vorne. So, jetzt ist die Drohne endlich down. Die Rocks werden kleingeschossen, während hier vorne der Drop jetzt mal stattfindet. In der Mainbase erneut. Und ich weiß gar nicht, wie viel da schon gestorben ist. Stehen hier die Ullis. Versucht man hier die Armory rauszunehmen, bevor das 1er Upgrade für die Vikings soweit rausgeht. Jetzt mit dem Raw dann zur Stelle, das Ganze zu clearen. Auch die Ghosts sehen wir heute nicht zum ersten Mal. Ist dem gezündet, man geht in Fight ein. Hat man hier ausreichend Units? Das ist hier die Frage. Immer wieder hört man, piu, 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 die Overlords suchen das Weite. Der Drop an sich wird sterben. Produktionsgebäude, wofür denn? So, Ghost wieder entdeckt. Man hat's gesehen. Und jetzt direkt mal 12 Broodlords. Einfach, wenn man wieder einen Greater Spire hat, dann will man den auch nutzen. Dann holt man direkt mal 12 von den Teilen.
Und das, obwohl, ja, wobei, es sind nur noch 3 Vikings, aber immerhin 13 Ghosts auf dem Feld und ein Nuke. Probier mal, wenn die Nuke richtig sitzt, mit dem Broodlords das Ganze zu dodgen. Ja, also RMDX hat sich hier krass wieder rangespielt, muss man sagen. Zazu immer noch mit mehr Geld auf dem Konto. Der Supply-Unterschied aber längst nicht mehr so groß. Und 2 weitere Nukes. Und ohne Scheiß, stellt euch mal vor, dieser Broodlord-Haufen. Ja, hier eine Nuke, beziehungsweise hier, hier und hier. So, in welche Richtung willst du abhauen? Und die Teile sind arschenlangsam. Die Teile sind wirklich arschenlangsam. Und ich sag's, achtet in diesem Spiel mal auf die Details. Achtet auf die vielen Drops, die ja einfach mal passieren. Haben wir jetzt die erste Nuke unterwegs. Wo ist die Nuke? Da. Da ist die Nuke, der Overseer aber am Start. Ist es nicht möglich, hier vorne zu nuken, die Spinecrawler down zu bekommen. Der Drop geht weiter. An die Natural, die mittlerweile down. Also Larvenprobleme glaube ich nicht, dass er die hat. So viele Hatcheries, wie es hier schon mittlerweile gab. Der Go hier vorne mit den Broodlords. Die Vikings da, auch die Nuke wird gesetzt. Und die Broodlords weiter auf den Weg nach vorne. Die Nuke kommt. Die Nuke kommt. Hier vorne wieder der Drop. Na, abgebrochen. Neu gesetzt. Wo ist die nächste Nuke? Hier vorne stehen zwar 2 Ghosts, nuken allerdings nicht. Da geht's drauf. Wo ist er? Wo ist er? Da. Okay, die verstehe ich nicht. Ja, 2 Zerglinge gestorben mit der Nuke. Das nenne ich Kosteneffizienz. Haben wir sogar immer noch einen Borrowed Infester hier. So viel zum Thema Details. Ich wollte vorhin darauf hinaus, dass hier SCVs standen ohne Rally Point. Das ist aber nicht der Fall. Ja, Details ist, dass hier immer noch geschossen wird, immer noch gefeuert wird. Seit 5.30 Uhr, 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Zurückgeschossen sollte er jetzt auch auf jeden Fall tun gegen 12 Broodlords hier vorne. 14 Corruptor im Nacken. Die Ghosts ohne Energie weiter zu cloaken, muss er hier jetzt langsam weiter in die Defensive rein. 170 gegen 197 Supply. Da sind die Vikings deutlich zu wenig gegen so viele Corruptor. Weitere Ghosts, weitere Vikings in Produktion. Einfach nur die Luftlandeeinheit, die macht's hier vorne von Zazu. 52 Minuten das Spiel. Hier vorne immer noch die beiden Ghosts. Geht jetzt die Planetary down. MBX droppt hier ziemlich hart im Supply. Wie ein Messer durch Butter. Cloak und drauf. Piu, piu, piu. Gilt es hier natürlich, die Broodlords rauszunehmen. Der vorne hier immer noch glücklich. Erste Ghost Academy down. Nukes hat er eh keine mehr. Die saßen auch nicht wirklich. Das muss man mal dazu sagen. 2 Zerglinge halten wir fest. Mit einer Nuke gekillt. Das war's dann aber auch. Die restlichen Nukes alle abgebrochen. Oder abgebrochen worden. Run-by mit den Zerglingen. Ich glaube, wir sehen gerade den Untergang des deutschen Terraners hier vorne. Zazu macht endlich den Sack zu und tritt mal gebündelt auf, anstatt häppchenweise. Ja, so viel zum Thema. Aber ich meine, die Jungs können es nicht lassen. Wenn, dann müssen die einfach die an ganz, ganz vielen Seiten gleichzeitig angreifen. Genau das ist ja auch der Fall. RMDX droppt auf 105. Zazu mit 200 Supply. Wagt er sich jetzt drauf mit den Vikings? 11 Stück sind es. Gegen 11 Corruptor, die Ghosts mit dazu. Reicht es jetzt endlich? Kann er hier Zazu nochmal stoppen? Oder ist alles verloren? Es sieht ganz danach aus. Liftet nochmal komplett die Gebäude. Nuke in Auftrag. Also das ist alles nur noch ein Trümmerhaufen. Wenn überhaupt, wenn es das überhaupt diese Bezeichnung verdient hat. Mit der EP rein trifft er hier längst nicht alle Investoren. Die Vikings mit der Focus Fire nehmen Corruptor und Corruptor raus. Final Growth auf die Vikings. Schönes Ding. Und hier wird sich... Nein. Hier wird sich nicht entscheiden, das ist schon längst entschieden. Er nimmt auf 38 Supply gegen 192, das war's jetzt. Das war's definitiv. Schaut mal, was da noch nachkommt. 200 Supply gegen 18. Will er hier zumindest nochmal zum Abschluss die Nuke platzieren. Die Gebäude da drüber, das ist hier sehr, sehr schwer zu sehen. Lässt er hier trotzdem davon ab. Die nächste Planetary geht down. Tja. Ich wünsche, wir hätten wenigstens eine Nuke gesehen, die hier mal gesessen hätte. GG von RMDX. Damit scheidet er aus dem Cup aus. Zazu in die nächste Runde.
Und wir suchen unser nächstes Spiel.